Tupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. 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 Tupf. Hupf. Hupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. Hupf. Tupf. Hupf. Hupf. Tupf. Hupf. Hupf. Tupf. Hupf. Hupf. Tupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. Tupf. Hupf. Tupf. So, einen wunderhübschen guten Morgen. Nach krankheitsbedingter Kurzpause geht's jetzt wieder weiter. Und es geht am Stall der Berge weiter. So, muss man kurz mein Mikrofon ein bisschen weiter einstellen. So. Gut, Stall der Berge. Was hat sich getan in der Zwischenzeit? Ein bisschen offline habe ich gespielt. Und bin dann hier am Stall der Berge angekommen. Ein Nackter. Noch ein Nackter. Noch ein Nackter. Was ist hier los? Und da sitzt auch noch einer. Wow! Mal gespannt, was da für eine Geschichte auf mich zukommt. Ja, ich brauche noch was. Einmal Holzpfeile, bitte. Ja, ja. Einmal alles. Nein, muss mal gut sein. Jo, Terry, dankeschön. Pien ist auch da. Sollen wir erst den Schrein machen und uns dann um die komischen Figuren, die hier rumlaufen, dann zu kümmern. Checken Damen mit drei Hunden. Wir machen erst den Schrein. Die Umgebung hat sich kaum verändert. Das ist eine magere Ausbeute. So, wie ihr es schon vielleicht mitbekommen und gehört habt, ich habe den das Burapet. Moin, moin, Luca. Willkommen in meinem Stream heute Morgen. Das Burapet aufgewertet. Ich habe jetzt den schicken Sensor mit drin. Und noch ein paar andere Feinheiten. Da komme ich später zu. So, wollen wir mal reingehen und gucken, was es auf uns zukommt. Wie geht's dir, Luca? Windstärke. Aha. Zwei Windräder. Oh, Truhe. Noch zwei Truhe, das geht am einfachsten, finde ich. Das Königsschwert. Ja, jetzt geht's wieder. Nachdem man ich am Wochenende etwas ausgenockt worden bin. Das ist gut. Den schmeißt man raus. Ja.
So, dann wollen wir mal gucken, wie wir das Rätsel lösen können. Mit meiner Idee liegt richtig. Ich liege mit meiner Idee Gold richtig. Okay. Dann dreht ihr ruhig mal eure Runden. Ich hole mir mal das vierte Abzeichen. Vierte? Dritte? Dritte, glaube ich. Jo. Tada. Nee, vier. Ich kann mir wieder ein neues Herz holen. Jo, in der Zwischenzeit war ich nicht untätig. Na komm. Hält mir auch dieses Schrein. So. Mal kurz zeigen. Ich habe alle Ringe bei der Ausdauer voll. Kann meinen Sensor aussuchen, was ich gerne haben möchte. Im Augenblick steht da auf Bandschreine. Und ich habe meine Teleportmedaillons. Zwei. Einen dritten kann ich auch noch kriegen, aber dazu müsste ich noch jetzt, ich glaube, vier oder drei Kategorie-Türme erklimmen. Und die freischalten, aber ich bin ja noch nicht fertig mit dem ganzen Land. Hier unten fehlt ja noch Minimum 3, glaube ich. Ansonsten habe ich ja soweit alles. Gut. Bei meiner Reise bin ich dann jetzt hier im Stall der Berge angekommen. Machen wir erst den Bonnenkram. Mir fehlen auch noch etliche Diamanten. Ich glaube, so hier sollte ich mir einen Fluss bauen. Was soll das? Zwei Stämme? Soll ich mit zwei Stämmen? Das geht jetzt einfacher. Na? Was haben wir da? Ein Puffy? Okay. Ach, da ist eine Platte. Die habe ich eben gerade nicht gesehen. Unterm Eis.
Ups, was war das denn? War die noch ein Fester? Ein 40er Ritterschild, wow. Gibt es hier sonst noch was in der Höhe? Nee, ist da keine Höhe, das ist ein Brunnen. Wieso habe ich das Ding nicht gesehen? Nee. Scheint nichts mehr zu geben, also wieder raus. Ups. Okay. Fangen wir erst mit der Dame an. Und mit den Hunden der Macht. Du bist ja voll schön. Was? Dann musst du ein Reisender sein. Aber. Unterwäsche rumlaufen. Das ist mir schon aufgefallen, ja. Sind die nicht süß? Ja. Zähmen sind mal gut zu füttern und hat sich ausgezahlt. Wenn du sagst, wir haben einen Weg zu einem Schatz. Okay. Dann müssen wir doch jetzt mal wieder zur Tat schreiten. Das ist das Zweite, das ich jetzt in zwei Stellen bisher gemacht habe. Reicht das? Freuen tun sie sich. Oh, der erste geht, der zweite geht. Ja, ich komme ja. Na? Teilt ihr euch auf? Wo wollt ihr mit mir hin? Kann ich schon mal nach Box gucken? Ah, ich sehe sie schon. Jo, gefunden. Oh. Ein Rodonet. Okay. Brauchen. Aber hier sieht es mir nicht grobmäßig aus. Nein. Hundi? Ein Königsschwert. Okay. Nur, dass ich eben gerade schon eins verloren habe. Und du? Auch du hast extra auf mich gewartet. Ui. Kann ich leider nicht tätscheln.
kriegst du denn jetzt mit mir hin? Es ist ja echt komisch. Geister von den Leuten, die A, Schatten werfen, B, die Hunde weichen denen aus. Sag mal, wo willst du eigentlich hin? Ah, ich sehe sie schon. Achtung, fliegende Truhe. Ein Königsbogen. Achtunddreißig. Ischenbogen. Also die Ischimbogen möchte ich eigentlich nicht loswerden. Dann gehst du auf die Reihe. Königsbogen. Oh. Hat sich ja richtig gelohnt mit den Bauwies. Ich glaube, ich muss mir nochmal wieder einen. Ja, ich komme zu dir gleich. Den. Nur mal ganz kurz hier nehmen. Ein Steinchen suchen. Rumlaufen. So. Wir möchten nicht mal wissen, was die 19 Uhr. Ja. Mag dem Laien seltsam erscheinen, weil wir denken ja nicht, dass wir irgendwelche Spinner sind. Mit dem, was ihn der Schalkan als gesehen hat. Ah? Wenn ihr so rumlauft. Ah. Prinzessin Zelda, Befehle zu befolgen? So einen Befehl erlassen? What? Ah ja. Die Befehle von Prinzessin Zelda sind um die Folge zu machen. Keine Ausreden. Ja? Okay. Ja, wir kennen sie. Ihr werdet euch in einem gefährlichen Gebiet forschen. Ich kann euch keine Soldaten zum eurem Schutz mitgeben. Also stärkt euren Körper und Geist und zieht wacker unbekleidet los. Unbekleidet? Oh. Warum machst du das nicht? Es gibt schon genügend Schreine, die ich nackt. Oder halbnackt. Okay, aufgenommen, dann toll, okay. Okay. Ja, ich
Reisende. Wenn wir uns auf Versteck gehen. Ich bin raus. Zwei Leute sind schon zum Monsterversteck bei diesem Feldwald hoch. Bei Gefahr kämen sie vor zurück. Oh. Nicht verschätzt haben. Mhm. Halbpfad. Unten habe ich ein Monsterlager gesehen. Ne? Der Bergpfad geht auch da hoch. Vielleicht raucht irgendwas. Ja, Pien, ich komme gleich zurück. Hier steht ein Wagen zum Beladen, okay. Ja, im BOTW saß eigentlich hier. Nee, oder? Oh, nee. Hinweis zum. Da war doch mal ein Krog oben drauf. Da ist ein Krog. Löwenzahn. Blume da oben drauf. Na, wo ist sie? Hab sie doch noch gekriegt. Okay. Ich hab gedacht, ich hätte das Ding schon wieder verloren. Gut, wenn da jetzt nur ein Krog war, da wird auch wahrscheinlich kein zweiter drauf sein, oder? Diamanten. Ja, 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 ja. Ist einer dabei. Juhu. Super. Wo da habe ich denn jetzt? 6. Mir fehlen noch 2. Dann kann ich 2 Aufgaben erledigen. Nilo. Oh, was liegt denn da? Was ist denn der Stein von meinem? Drüben Stein drauf. Dicker.
die kümmere ich mich später. Nee, dein Rad. Ist immer noch heiße Quellen. Es blubbert. Jo. Oh. Bogentasche ist voll. Was war denn das? Soldatenbogen. Kann ich liegen lassen. Ne? Zwei Ischinbögen. Das ist der Waldbogen mit dem Dreifach. Ausgerüstet. Nein, ich will zu meinem Freund Brock. Wo willst du denn hin? Wo guckst du denn schon wieder hin? Nein. What? Wo will der hin? Stelle ich mir alles um. Der will da hinten hin. Ja. Ding lässt sich ja kaum lenken. Corona aus dem Weg. Nein!
Was für ein Bild. Was für ein Bild. Ich glaub das. Heute ist das dritte Mal, dass ich hier diese Strecke rüberfahre. Wollt ihr jetzt nochmal hin? Bin ich dran vorbeigejagt? Dahin. Soll ich denn dahin kommen? Vor allen Dingen, wo ist der Krupp jetzt hingefahren? Jetzt verloren oder was ist los? Ja, ich weiß nicht, wo der Bock ist. Super. Mr. Bock eben wieder zurückgeportet werden. Also man will zurück zum Start.
So. Wir waren auf der Suche nach diesen komischen Typen, die da in Unterhosen irgendwo hingelaufen sind. Die sollen sich am Bergpfad aufhalten. Schon. Ihr seid euer Respawn. Wie soll ich denn damit übers Wasser kommen? Der ist da drüben. Dem Gefährt komme ich hier nicht rum. Der Ausrüstung wird es ein bisschen schwierig werden. Liegt doch noch Baumaterial rum. Der Klotz hier ist hier neu. Und da ist eine Höhle. Einiges rum. Schick. Ja, im BOTW sind hier Wächter rumgelaufen. Ah ja. Moment mal, du da, warte bitte. Also geh lieber nicht zu nah ran. Die lassen mich nicht da rein. No.
Okay. Da muss ich wohl noch was geskippt haben. Noch ist das Ding nicht freigeschaltet. Ich glaube, ich hole mir mal ein größeres Brett. Spinnt. Unter Wasser als über Wasser. Nicht gut. Na, lass los. Gerne dich ersaufen lassen würde, aber... Jo. Und tschüssi. In Wirklichkeit auch so gehen würde.
irgendwas muss ich noch freischalten, damit die Leute mich da reinlassen in die Höhle. Ja, schauen wir. Dann wenigstens sind wir den Krog schon mal los. Ach so, ja, richtig, das wollte ich ja auch noch sagen. Ich habe jetzt alle Taschen voll. Also hier geht nichts mehr. Hier geht auch nichts mehr. Und bei den Bögen sind, glaube ich... Nee, bei den Bögen geht nichts mehr. Eventuell noch bei den Schilden. Dann sind alle Slots voll. Irgendeinen vergessen abzusprechen. Ihn habe ich angesprochen. Ihn habe ich angesprochen. Ah, Gott, ab Dien wahrscheinlich viel Unterwäsche. Hm. Ja, ich habe die Typen gesehen. Von Prinzessin Zelda so kleiden. Mhm. Glaub ich nicht. Eine neue Straße und seitdem ist einsam geworden, dass sie sogar Monster hier einnisten konnten. Mhm. Verfolgen hätten. Wem eine von ihnen seine Forschungsmission aufgebrochen in Unterwäsche? Ah ja. Oh, du süße Prinzessin in Unterwäsche. So. Ich denke mal, jetzt ist der Slot frei. Und können wir mal wieder zurücklaufen. Mein Gefährt hier noch? Sag ja, die Teile sind schon wieder hier hingespawnt. Jo. Jo. Müssen wir auch noch rauf. So hin. Nee. Kümmern wir uns erstmal um die Typen da. Los. Aha. Wir haben uns eben schon gesehen. Kann ich jetzt rein? In Unterhosen, ja. Okay. Im gefährlichen Gebiet forschen, dann können wir Soldaten Schutz mitgeben. Das war der Auftrag. Moin, moin! Moin, Wolfsqueen! Queenie, alles klar, danke schön für deine 20 Biddies. Moin, 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 moin! Wie geht's dir heutigen Tage? Oh!
Okay. Das ist doch hervorragend. Auch wenn du dabei selbst... Was? Ich soll mich blank ziehen? Hm. Weil deine Ausrüstung an der du mit rumträgst. Was bitte? Okay, danke, dass du vorbeigeguckt hast. Bis später vielleicht dann bei der göttlichen. Ciao, ciao. Tatsächlich blank gezogen. Hm. Okay. Ihr habt doch wirklich den Vogel nicht gehört. Ist er das? Da laufe ich ja auch halbnackt durch die Gegend und soll gegen Monster kämpfen. Sein. Kann ich mich hier wenigstens heilen drin, oder? Ziemlich viele Leute hier unterwegs. Die große. Kaputt.
Oh, hätte ich doch vorher gewusst, beziehungsweise darauf geachtet, dass ich ein Soldatenschwert in der Tasche hätte. Dann wäre es mir doch einfacher gelungen. Okay. So, dass eine Höhle ist, müsste doch hier irgendwo auch noch ein Majoi sein. So, dann geht's raus. Okay, das müsste er sein. Ich hätte gerne wieder meine Klamotten wieder. Oh. Hä? Ja, ich habe die Monster besiegt. Auch ohne und nur mit Unterwäsche. Klamotten, meine Ausrüstung, fühle ich mich doch eigentlich am wohlsten. Sie dich mal umdrehen. Wie viel habe ich? 22. Okay. Ich habe jetzt also kein Erz gesehen, was ich noch abbauen hätte können. Ist wirklich nichts mehr. Der deckt auch nichts. Keine Erze, kein nix. Ist doch bescheiden. Okay, dann gehen wir zum Stall zurück. Slots frei. Diese Leuchtdinger. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt am
sich ja jetzt genau dazwischen gekeilt. Und warum haben die da vorne den Wagen wieder bereitgestellt? Hier sind einige Leuchterze abzubauen, Leuchtsteine. Ich müsste mal zu den Zoras zurückgehen und meine Typen finden, vielleicht ist er da noch. Da, der die gegen Diamanten tauscht. Jetzt gibt hier alle noch aufbewahrt, die Goldsteine. Naja, das Gebiet von den Zoras müssen wir ja auch noch erkunden. Ich habe bisher jetzt hier nur den Sidon bei mir an der Seite. Bisher habe ich dann auch nichts mehr gemacht. Das heißt, zu den Zoras, das Gebiet abklappern muss ich auch noch. Da bin ich. Hi. Hi, Leute. Dienstwiesen hat er eine unterwäsche gekleidet und die Monster besiegt. Jo, hab ich. Oh. Wenn die Frage nicht zu persönlich ist. Hm? Der Befehl stammt doch von Prinzessin Zelda. Du solltest ihn auch erhalten haben. Nen Appell. Okay. Ihr werdet in den gefährlichen Gebieten forschen und ich kann euch keine Soldaten zu eurem Schutz mitgeben. Also stärkt eure Körper und Geist und zieht wacker unbekleidet los. Um meine Forschung zu beginnen. Zieht wacker unbekleidet los. Unbekleidet. Oh Mann, ey. Was für ein Fehl von euch. Geist und Körper gestärkt. Alles klar. Der Einzige, der seinen Geist und Körper gestärkt hat, bin ich gewesen hier. Ah. Ja, aber zieht euch was an. Das war also die Wahrheit in dem Gezwitscher. Bekleidet, begleitet. Bekleidet, begleitet. Er hört sich fast ähnlich an. Also, okay. Wie sehr sich sie bemüht haben. Acht Gerüchte um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Okay. Ein Huni. Okay, danke. Und Zwanni, okay. Zappau! Und tschüss. Gespannt, auf wie vielen Stellen ich den Grog vergessen habe, oben drauf zu suchen. Oh.
Ausstattungsservice für Pferde in Anspruch nehmen. Versuchte Männer. So sind die rausgeputzt. Wenn du nur 4 Schaltpunkte mehr sammelst, kannst du ein Pferd mehr bei uns registrieren. Okay. Wieder zurückgelassen. Gott. Ach, der Typ war das. Okay. Okay. Wow. Hi, Terry. Hast wieder Pfeile gekriegt? Ich hätte noch mal ein paar Pfeile. Jo, hat er. Gut. Ja, ja. Wow. Gut. Sieg. Nein, die wollte ich nicht. Ganz in der Nähe. Ach ja, stimmt ja. Du warst ja eben halt halb nackt hier. Okay. Ah. Sucht man ihn. Steht zurück, einen Hund zu legen. Ja, Angelstedt, da müssen wir auch noch hin. Ja. Muss noch so vieles machen. Muss noch den Himmel, muss noch die Untergründe machen. Ja. Reise. See you later, Alligator. So, also wollen wir mal gucken, was da im Qualmen ist. Also wenn man sie einmal kaputt gemacht hat, sollte man sie nicht mehr weiter kaputt machen. Hi Leute, seid ihr auch wieder da? Warum raucht es hier so? Mit Hund? Ich habe da gerade schon was gesehen. Link. Guck mal, da sind Pfeile. Was will der Typ jetzt von mir? Nein, das sind Prisen und Dummiduck. Nein. Schatz für uns.
Ich soll jetzt den Hund einschleimen, damit er mir den Schatz zeigt, oder was? Geht tatsächlich in die Höhle rein. Was? Ja, ich bin hinter dir. Aber das ist jetzt mal ein bisschen real. Offene Truhe. Was? Eine offene Truhe. Noch eine offene Truhe. Und er drückt auf den Schalter. What? Was kommt jetzt? Gottheit, Klinge! Diese Kurse in den Schweizern besessen haben, die von Notwahl, wer es führt, kämpft wie ein Besessener. Hallo? Geilomatico, würde ich mal sagen, oder? Selbstporträt war X. Nee, so wird das nix. Mit den Füßen von Sidon. Okay. Okay. Ist ja mein völliger Schrein. Rätsel aufgelöst und den Ort gefunden. Hervorragend. Zur Belohnung. Seit dieser grimmige Gott in dein. Okay. Danke, König Ramda. Gibt es hier noch mehr für mich? Und das hat er ganz allein der Wauwi gefunden. Kann ich leider nicht tätscheln, Wauwi. Dankeschön. Jo. Sind hier noch mehr?
Nicht in den einzelnen Sachen sind. Wirklich immer nur ein Rombien drin. Ach, du grüne Neune. Gibt's hier noch was Besseres außer Klären denn die Noten? Also an das Schatz wird so langsam zur... Was? Eine Flammenhose. Ah? Hey, du da? What? Oh.
Solltest du ja auch mal versuchen. Jetzt hier alle geöffnet. War das wirklich die letzte? Die sind jetzt hingeflogen. Da hinten hängt noch eine drin. Die ist offen, die ist offen. Die ist offen, die ist offen, die ist offen. Die ist offen, die ist offen. Nicht offen. Nicht offen. So, in den Wänden klebt jetzt nichts mehr. Ja, dann scheint wohl jetzt wohl, dass wir doch noch geschafft zu haben. Ja, war doch mal witzig. Verborgenen kleinen Ordner an der Hand in Hallruf versteckt. Wenn er Hinweis an diesem Stück klingt, gerne oder Tier. Wenn dies das gelingen kann, muss an drei Orten, ja. Linkes Auge. Ich wollte schon gerade sagen, das habe ich aber geschafft. Hab jetzt alles zusammen. Okay. Bei dem Major habe ich noch nicht gefunden. Und tschüss, Major.
Ich habe schon wieder 1000 zusammen. Ich glaube es jetzt nicht, oder? 286 Riesen. Ich kann nicht mehr als 999 tragen. Ich hätte gerne 999 Pfeile. So, den Major habe ich. Wow, das war ja mal eine geile Höhle. Grimmige Gottheitsklinge. Mit was für einer Stärke hatte die jetzt? 38. Wow. Das sind zwei Hände. Okay. Tja, Jungs. Wo kann ich diese Manuskripte lesen? Okay. Zwillingsmanuskript. In welchen Orten ist der Schatz verborgen sein, der im Schloss einer Truhe ruht? Wohlbehütet im Schoße einer Truhe ruht im Schloss ein Schoß. In grüne Kleidung auf jeden Freund erlangt mit einem fremden, fernen Land. In Vesnikula stehen zwei Zwillinge mit zwei Höhlen, die sich fest ins Auge blicken. Zeige den großen Zeichen, wird sich die Pforte zum Schatz öffnen. Zeige der großen das Zeichen der kleinen. Ah. Oh. Welchem Ort mag der Schatz verborgen sein, wohl behütet im Schloss Turbo? Grünen Kleidung fehlen Freunde, solange sie unter dem Schuppenkap, welches bei dem Meer von der Kuhle abbrochen, lassen eine Höhle. Spielst du mit dem Mund einer Weise, so wird sich die Pforte zum Schatz öffnen. Stehen 8 Kriegerstatuen im Wüstensand. Erläutest du die hoch aufragende 8. Statue mit Tageslicht, so wird dir die Pforte zum Schatz öffnen. Ah.
Krieger. Okay. Was habt ihr drei da zu tuscheln? Puh, das gibt ja noch was zu tun, nicht? Wir haben das Schatz. Schick. Und was war das jetzt nochmal für eine Hose, die ich da gekriegt habe? Flammenhose bei Hitze-Feuerangriff. Nach Sets. Bitte sortieren. Ja. Das war doch mal echt ein echt geiler Öle. Leute, ihr steht mir im Weg. Aber hier war jetzt kein Krog drin. War die Höhle, wo wir gerade hochgeportet haben. Oh, was für ein Fehl. Ich habe gedacht, die wäre jetzt Schluss. Nein, die geht hier links weiter. Okay. Selber hier. So, da oben waren wir schon drauf. So, hier ging es nochmal zu dem Schrein hoch. Das mit dem Feuerchen, das war gut. Echt. Würde ich gleich mal sagen, dass wir... gleich nochmal zu den Goronen gehen. Schon mal Diamanten. Erstmal zu den kann ich jetzt hier jeden Baum klappern. Irgendein, der hier rausragt? Nee, die vergleich voll. Thank you.
Jungs und Mädels. Einmal essen bitte. Ah, da gibt's etwas. Den Typ mit seinen 100 Feuersteinen muss ich auch noch bei den Goronen machen. Nichts in der Dunkelheit. Oh, gut, dass ich hochgelaufen bin. Ja, aber kein Diamant dabei. Nervig. Hallo. Ist hier noch einer von der nervigen Sorte oder was? Wer schmeißt denn damit Steine? Steinspalter. Aber da habe ich noch einen. Auch mit Weitwurf. Tauschen wir den noch, weil den brauche ich gleich noch. Der da oben schmeißt mit Steine. Er trifft mich auch noch mit dem blöden Stein. Das mit den Augen, mit den Flügeln, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und dass ich nochmal darunter geflogen bin. Hier war da auch ein BOTW. Schrein in der Nähe? What? Hier ist ein Schrein.
In der Richtung nicht. Also in der Richtung. So, jetzt hier das Loch. War jetzt geraten, aber okay. Tschüss. Das war die Höhle. Am Berge. Oh. Kümmert ihr euch drum? Danke. So, wir kommen jetzt am besten jetzt hier raus, ohne wieder einen großen Weg zu machen. So, haben uns gleichzeitig noch geheilt. Hallo Reh. Tschüss. Oh, Majoi. Dann müssen wir uns erstmal wieder umziehen. Es wird hot. So.
Gucken, wie hot es wird. Aha. Immer noch nicht durch. Na, wo ist der Dickchen? Immer noch nicht durch. Sag mal, geht denn jetzt hier ab? Stein kommt und dann noch. Ja, okay.
muss ich den denn hintragen? Schenken wir nur Finsternis gebannt. Ja. Wohin? Schreinermühle, Sufesee. Was? Da liegt ein Ventilator. Dreiundvierzig. Okay. So, du kannst verbrennen. Moment. Da ist nur Wasser. Wir haben 12 Uhr, mein Staubsauger fängt zu laufen an. Deswegen muss ich gerade mal eben kurz dem Einhalt gebieten. Okay. 999, mehr kann ich nicht tragen. Okay. So, eine Steuerungseinheit ist jetzt aber jetzt hier nicht zu finden, oder? So, dann klauen wir uns mal aus dem Fundus eine Steuerungseinheit. Wie viel haben wir denn davon? 42 Stück.
So, jetzt muss ich hier reinfallen. Doch einfacher als gedacht. So, das können wir überspringen. So, ich gehe mal davon aus, dass es ein raues Segen ist. So, auf geht's. Ja, ist ein Segenschrein. Gut. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Fünfziger. 1, 2. Tja, dann bleibst du, Boxschild. Leiderweise hier. Tada. Nummer 5. Möge die Kraft mit dir sein. Jo. Zurück teleportieren zu können, ja. Schon den Majoi getroffen? Glaube nicht. Zusätzliche Höhe gesehen. Mein Boot noch hier oder ist das Boot weg? Ist weg. Total schick. Super.
bin ich jetzt hier näher rausgekommen. Ja, ganz weit oben. Aber ganz weit oben. Wie gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Ich hab's mir doch gedacht. Nimm ihn dir doch. So geht's natürlich. Oh, danke. Mit Bogen auf keinen Fall, Soldatenbogen, du bleibst jetzt hier. Leute, wenn ihr so eng aufeinander steht. Ups. Danke.
Kriege ich das jetzt noch? Okay. So, Majoi habe ich. Und hier unten liegen jetzt Waffen genug rum. Würde ich sagen. Hier nach oben. Ups, wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Nee, oder? Na super. Warum nicht gleich so? Dann würde ich sagen, ich schmeiß mal meine Klinge weg. Nehmen wir den dafür. Was ist das? Gut. Da müssen wir auch noch durch. Das war der Weg, der normale Weg, früher zum zu den Goronen rauf. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch existiert. Nee. Ganz schnell weg. Da kommen die Hände. Gerade gut gemerkt. Huh?
gerade eben noch gut gemerkt. Gut, von hier aus kann ich mich ja mal wieder hinporten. So, dann würde ich vorschlagen, zum Abschluss dieses Bads vom Stall am Berge. Halten wir uns mal ganz kurz zu den Goronen und machen die letzte Aufgabe dort fertig mit den Diamanten. So, denn. Leute. Meister Brohan, ja. Wenn ich den Stahlspalter in fünf Feuersteine und 3 Diamanten für den Bergspalter hätte, würdest du mir dann erlauben, einen anzufertigen? Zeig ihn mir. Ich gebe sie dir. Jo, ich bin immer sehr nett. Jo, dann machbar. Großer Blick reicht, um alles über das Ergebnis zu wissen. Die erhabene Würde, dieser Glanz, der an eine scharfe Klinge erinnert, obwohl sich eine stumpfe Waffe handelt. Ach, sehr gut gemacht, Hugo. Dies hier ist einer der besten. Okay. Ja, kenne ich auch irgendwoher. Wieder alles im Griff zu haben. Okay. Ui. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch beibringen könnte. Von heute an werde ich dir diese Schmiede dir überlassen. Von nun an bist du der Chef. Meister? Da, 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 38. Die Waffe des Recken Daruk ist eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst konnte inzwischen 2 Fingern halten, Lyliana dagegen könnte es kaum heben. Ja, mache ich. Werde ich im Hinterkopf behalten. So, der große Meister ist abgedankt. Der kleine Meister ist der Chef. Gut, mit diesem... Guckst du mich mal an. So. Mit diesem Bild und dem letzten Teil, was wir jetzt hier mit dem Schmied gemacht haben, beende ich den Stream am Stall der Berge. Offline werde ich jetzt noch gucken, dass ich die fehlenden Crocs aufspüre. Und dementsprechend geht es in dem nächsten Part dann weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Sage nochmal danke. Bis zum nächsten Part. Part 43. Mal schauen, ob wir da schon ins Sora-Gebiet wieder zurückkehren, um da entsprechend weiterzumachen. Aber jetzt erstmal
Einen schönen sonnigen Tag. Schwitzt nicht so viel. Macht langsam und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.